Heute wird's mal wieder wild mit Froop Goes Wild in der Himbeer-Dattel-Edition. Ja, ich wollte jetzt eigentlich brüllen wie so ein Löwenwall hier wild und so, aber ich hab's lieber gelassen, das hätte sich nichts angehört. Wir hatten schon mal einen Froop Wild, also Froop Goes Wild genau genommen, in einer Edition, beziehungsweise in einer Geschmacksrichtung, die ich gar nicht mehr weiß. Müsst ihr ein paar Videos zurückschauen, dann seht ihr das. Diesmal ist aber die Himbeer-Dattel-Variante und ich habe in meinem Leben noch keine Datteln gegessen. Ich weiß also, wie der zweite Geschmack ist, weiß ich also gar nicht. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Wie schon in der ersten Froop Goes Wild-Variante, finde ich die Verpackung sehr, sehr, sehr gelungen. Also hier sieht man so ein paar Kamele und die Himbeeren sehen sehr lecker aus. Überhaupt alles durchdesignt und gefällt mir echt gut. Sieht man auch hier nochmal Froop Goes Wild, Himbeer-Dattel. Hier so mit so einem Filmstreifen und so. Da hat jemand echt Geschmack gehabt, was das angeht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was das an Kalorien hat. 100 Gramm haben 102 Kalorien. 2,3 Gramm Fett und 14,8 Gramm Zucker. Das Ganze ist von der Molkerei Alois Müller. Froop die Frucht auf Joghurt, Himbeer, Dattel. Dattel. Zutaten: 61% Joghurt aus pasteurisierter Milch, 33% Fruchtzubereitung, Wasser, Zucker, 14% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, 10% Himbeerpüree, 6% Himbeeren, 5,4% Saft, Dattelextrakt aus Dattelextraktkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, modifiziert Stärke, Speisegelatine, nichts für die Vegetarier, Emulgator E472B, Säureregulator, Natriumcitrate, Säurungsmittel, Zitronensäure, färbende Pflanzenkonzentrate, Holunderbeere, schwarze Johannisbeere, Traube, Karotte, Schaummittel, Stickstoff, Aroma, Zucker, Milcheiweiß, Traubenzucker, Aroma. Insgesamt 11,7% Frucht im Endprodukt. Ich finde es ja immer traurig, wenn man färbende Mittel einsetzen muss in solchen Sachen, dass es überhaupt die Farbe hat, die man erwartet. Das ist irgendwie schade. So, aber wenn wir mal so auf. Und wie ich das gerade aufmache, überlege ich mir, warum machen wir eigentlich nicht auch noch einen Geruchstest? Lass mich mal riechen, wie das riecht. Das riecht nach Himbeer. Sehr intensiv nach Himbeer. Wir gucken uns das mal hier im Detail an. Da ist der Himbeerpüree. Und ich würde auch sagen, wir nehmen einen Löffel und probieren auch mal direkt den Püree. Okay. Ich weiß nicht, wie eine Dattel schmeckt. Aber das Ganze schmeckt im ersten Moment nach Himbeeren und kippt dann um in etwas anderen Geschmack. Und ich glaube, der andere Geschmack ist Dattel. Dattel, weiß ich nicht, ob das mein Geschmack ist. Jetzt probieren wir mal das mit hier unten. Okay, ganz normaler Naturjoghurt. Also Natur im Sinne von süßen Joghurt halt. Ich würde sagen, wir machen hier einfach den Propeller. Und mischen das ordentlich. So. So, und jetzt schauen wir mal, wie das vermischt schmeckt. Deutlich besser, gewinnt an Geschmack. Wie gesagt, Himbeer schmeckt im ersten Moment vermutlich nach Dattel im zweiten. Glaube nicht. Ja, vermutlich nach Dattel im zweiten, weil ich nicht weiß, wie Dattel schmeckt, kann ich es nicht beurteilen. Schmeckt aber gut eigentlich. Also es ist nicht so süß. War da was mit Malz? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass er Malz durchkam. Nee. Ich habe irgendwie so Malzgeschmack gerade. Wo kommt der denn her? Vielleicht von der Mischung. Ich habe gerade noch ein paar andere Sachen probiert. Okay. Schmeckt ganz gut. Ich fand aber den anderen aus der Edition schon besser. Und bekommt von mir 6,5 von 10 Punkte.
weil der ganz gut schmeckt, aber die Himbeere so schnell weggeht und Dattel anscheinend nicht mein Geschmack ist, bekommt von mir, wie gesagt, die besagte Punktzahl. Nicht, dass ich die jetzt schon wieder vergessen hätte. Ich glaube, ich war ab 6,5 gesagt. Ja, bekommt das von mir. Anderes besser. Es gibt noch ein paar mehr, die probieren wir auch noch aus. Schau mal. Ansonsten ist das halt ganz gut. Wer Himbeeren und Datteln mag, der ist bestimmt, der ist bestimmt richtig aufgehoben. Wer nur Himbeeren mag, der probiert vielleicht einen reinen Himbeerjoghurt. Wer nur Datteln mag, keine Ahnung, der isst eine Dattel. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Da habe ich hier noch zwei Videos. Und den Abonnieren-Button. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Wenn ihr es schon gemacht habt, dann braucht ihr natürlich nicht abonnieren, aber dann könnt ihr vielleicht einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, was hat euch denn nicht gefallen? Wo liegt das Problem? Was gefällt euch nicht? Warum seid ihr wieder gegangen? Warum habt ihr nach 10 Sekunden aufgehört zu gucken? Nein, die Frage könnt ihr natürlich nicht beantworten, weil dann wäre ihr ja nicht hier. Denkt mal drüber nach. So, ansonsten freue ich mich, euch das nächste Mal wiederzusehen, beziehungsweise ich sehe euch nicht, aber ihr seht meine Hände, das ist auch was. Vielleicht mal nochmal wieder ein Video, wo ich komplett drin zu sehen bin. Wäre übrigens die Frage, interessiert euch sowas? Soll ich mal was machen, wo ich komplett bin und irgendwas erzähle? Habt ihr Ideen, Vorschläge, Anregungen? Haut es in die Kommentare auf. Ich verbleibe so lange mit freundlichen Grüßen und sage Tschüssi.